Steinberg hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der siebte Redner ist dann der erste Mann. Das ist, glaube ich, gut so. Ich will gar nicht die große Reihe der Personen weiter formulieren, denen zu danken ist, aber es gibt auch einige Männer, die dafür gekämpft haben. Denen sei auch mal Dank ausgesprochen in den letzten Wochen und Tagen, ich glaube auch zu Recht. Weil wir schon auch immer eins gesehen haben, ich möchte anknüpfen an das, was gesagt wurde, die Quote ist nicht das Ziel. Die gleichberechtigte Teilhabe ist das Ziel. Die Quote ist ein Hilfsmittel. Und ich sage das als jemand, der, wie viele von uns, Freiheit als das Ideal auch voranträgt. Quoten und Quoren sind immer eine Einschränkung der Freiheit. Und deswegen ist das, was Nadine schön gesagt hat, richtig. Das Ziel muss es sein, dass wir eines Tages auf dieses Gesetz verzichten. Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir die gleichberechtigte Teilhabe auch verwirklicht haben. Zwei Dinge wurden auch gesagt. Es wird immer wieder durch Studien auch belegt, tatsächlich, Frauen werden weiterhin in Führungspositionen benachteiligt. Und das Zweite wurde auch gesagt. Viele in Verantwortung stehende Personen, insbesondere Männer, hatten die letzten Jahre viele Chancen. Viele Unternehmen hatten Chancen gehabt, mit der Freiwilligkeit auch dafür zu sorgen, dass mehr Frauen in Führungspositionen verankert werden. Aber es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen und angesichts der weiterhin geringen Anzahl von Frauen in Führungspositionen in der Privatwirtschaft und auch im öffentlichen Dienst, dass der Gesetzgeber jetzt eines nachvollzieht, den Auftrag des Grundgesetzes. Denn das Grundgesetz schreibt uns vor, dass wir mit Artikel 3 die Gleichberechtigung umzusetzen haben. Deswegen ist es durchaus ein historischer Tag, richtig. Noch schöner wird der Tag sein, an dem wir eines Tages auf dieses Gesetz verzichten können. Aber noch einmal, wir machen eigentlich nicht mehr, als dass wir das Grundgesetz so umsetzen, wie es uns das vorschreibt, dass wir mit dem Ziel einer echten und tatsächlichen Chancengerechtigkeit, dass wir dieses Ziel umsetzen können. Ich möchte gleich noch auf einzelne Punkte im Gesetzesvorhaben eingehen, möchte allerdings noch mal zwei, drei Sätze sagen zur grundsätzlichen Frage einer Gleichstellungspolitik und Frauenpolitik. Denn es lohnt sich immer in der Politik mal zu fragen, was ist eigentlich das Staatsverständnis, hinter dem wir stehen? Worum geht es eigentlich grundsätzlich bei der Debatte über Gleichstellungspolitik? Frauen und Männer sind nicht gleich. Sie sind gleichberechtigt und sie sind gleichwertig. Und Gleichstellungspolitik muss nach unserer Meinung immer vom gleichen Selbstbestimmungsrecht und dem gleichen Recht eines jeden Individuums ausgehen, nach seinem Leben zu streben. Das Recht auf Selbstverwirklichung ist Kerngedanke der Freiheit. Und die freiheitliche Grundordnung unserer Verfassung verpflichtet den Staat, das Recht auf Chancengerechtigkeit zu ermöglichen und durchzusetzen. Also, echte Gleichstellungspolitik ist daher eine Politik der Freiheit. Eine der Freiheit verpflichtende Gleichstellungspolitik kann nicht das Ziel haben, die Geschlechter unabhängig von ihren Interessen, von ihren Neigungen gleichzumachen. Eine der Freiheit verpflichteten Gleichstellungspolitik kann auch nicht das Ziel haben, ein bestimmtes Frauen- oder Männerbild vorzuschreiben. Vielmehr, und das ist das Ziel, eine der Freiheit verpflichtende Gleichstellungspolitik konzentriert sich darauf, dort Nachteile zu beseitigen, wo sie für ein Geschlecht gegeben sind. In alle anderen Bereiche hat sich der Staat nicht einzumischen. Und wir setzen jetzt mit dieser Quote tatsächlich das um, dass wir sagen, dort, wo es Benachteiligung gibt, dort werden wir jetzt aktiv. Und deswegen ist es auch an der Zeit, dass dieses Gesetz jetzt verabschiedet wird. Wir haben lange diskutiert, tatsächlich in einem parlamentarischen Verfahren und sehr intensiv. Wir haben noch im privatrechtlichen Teil einige Veränderungen durchsetzen können, die, glaube ich, gut und sinnvoll waren, weil sie dem Grundgedanken des Gesetzes nicht widersprechen, aber weil sie es tatsächlich dann mit sich bringen im privatrechtlichen Teil, dass wir nicht ein Übermaß an Bürokratie haben, dass wir durchaus auch Unternehmen entlasten können. Dazu werden gleich die Kollegen auch noch einiges sagen. Beim öffentlichen rechtlichen Teil hatten wir allerdings als Bundestagsfraktion erheblichen Nachbesserungsbedarf. Denn unser Ziel ist es, dass wir nicht die Parität auf allen Ebenen haben wollen, sondern dass wir die Benachteiligung auf den Ebenen abbauen wollen. Das heißt also, statt Frauenförderung sah der Gesetzentwurf auf allen Ebenen der Bundesverwaltung eher das Prinzip der Geschlechterparität vor. Um eines klarzustellen, ich bin auch Anhänger, dass wir sagen, in vielen Bereichen, zum Beispiel in Kitas oder in Grundschulen, brauchen wir Männer.
brauchen wir mehr Männer. In anderen Bereichen brauchen wir auch auf allen Ebenen natürlich mehr Frauen. Aber das Ziel der Parität kann kein Staatsziel sein. Das Ziel des Staates ist es, Benachteiligung abzubauen im Sinne der Freiheit und nicht Parität und Gleichheit zu schaffen mit 50%. Das ist nicht Ziel des Staates. Das haben auch mehrere Sachverständige, es wurde angedeutet, bei der Debatte, bei der Anhörung deutlich herausgearbeitet. Und Hauptkritikpunkt war tatsächlich der Sachverständigen dieses Ziel der Geschlechterparität. In der Praxis, es wurde häufig angesprochen, hätte es bedeutet, wir auf allen Ebenen hätten schauen müssen, wie sieht es mit der Parität aus, wie können wir diese Parität erreichen. Das war für uns in einem freiheitlichen Staatsverständnis der Union nicht das Ziel. Denn unser freiheitliches Staatsverständnis beruht darauf, dass der Staat nur dann gesetzlich eingreifen soll und darf, wenn bestehende Nachteile für ein Geschlecht beseitigt werden müssen. Das Ziel der Geschlechterparität, unabhängig von der Benachteiligung, also nur der Parität willen, ist mit dem Staatsverständnis für uns nicht vereinbar. Insofern war es gut, dass wir im parlamentarischen Verfahren, und wir sind ja selbstbewusste Parlamentarier, dass wir im parlamentarischen Verfahren auch noch das eine oder andere geändert haben. Damit kommt jetzt zur Geltung, auf das es ankommt. Frauen, die strukturell benachteiligt werden, werden weiterhin gefördert. Das muss unser Ziel sein. Und im Bereich der Privatwirtschaft haben wir das klare Ziel, dass wir auch mit der festen Quote in gewissen Ebenen auch deutlich machen, dass dieses gesetzlich umgesetzt werden muss. In der jetzigen Fassung sind wir also mit dem Gesetzentwurf zufrieden. Das Gesetz ist ein notwendiger Türöffner. Er soll einen kulturellen Wandel mit sich bringen, einen kulturellen Wandel in allen Ebenen der Gesellschaft. Und dieses Gesetz soll sich eines Tages überflüssig machen. Denn darauf wird es ankommen, sowohl in der Frage der Verwaltung wie auch in der Frage oder bei der Frage privatrechtlicher Art. Das Ziel muss weiterhin sein, dass wir über diese Themen gar nicht mehr hier diskutieren, weil wir einfach etwas erreicht haben, was nicht nur Staatsziel ist, sondern was auch dem Ziel der Freiheit entspricht. Nämlich, dass wir eine gleichberechtigte Teilhabe haben von Männern und Frauen, nicht nur in Führungspositionen. Dass wir endlich eine Gesellschaft haben, wo wir nicht mehr über Quoten und Quoren diskutieren müssen, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Und dafür ist dieses Gesetz der vorletzte Schritt. Der letzte Schritt wird dann der sein, dass wir dieses Gesetz quasi, weil es überflüssig ist, auch wieder in Anführungszeichen beerdigen können. Und das wäre dann ein wirklich guter Tag für die Gleichstellungspolitik in Deutschland. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin.